Rudy Gobert wurde vor einigen Tagen von Anthony Davis und den Lakers regelrecht vorgeführt, wurde gnadenlos attackiert und immer wieder punkteten die Lakers in diesen Angriffen. Nun, das überrascht sicherlich, denn schließlich ist Gobert der amtierende zweimalige Defensive Player of the Year und wird universell anerkannt als einer der besten Verteidiger der Welt. Ist seine Defense überbewertet? Wie versuchen Teams ihn zu schlagen? Und stimmt es eigentlich, dass man Gobert vom Feld spielen kann? Der 2,16 Meter große Big Man der Utah Jazz ist ein defensiver Gamechanger, der vielleicht beste Rim Protector der NBA. Hier startet er die Sequenz gegen Allen, geht dann etwas in die Mitte, um auf den zweiten Allen Screen zu reagieren. Die Jazz verteidigen via Drop, heißt Gobert sinkt ab, soll vor dem Ballhändler bleiben, gleichzeitig aber auch den Screener nicht hinter sich lassen. Mit dieser Taktik möchte man Mitteldistanzwürfe oder noch lieber Floater erzwingen. Gobert verteidigt das hier kurze Zeit quasi alleine und der Ball wird wieder rausgekickt. Erneut wollen die Nets den Korb attackieren, wieder reicht Rudys bloße Anwesenheit und Brooklyn versucht es doch nicht. Auch Allen weigert sich, das direkte Duell mit dem Shotblocker zu suchen, geht weg vom Korb und versucht den Ball abzugeben, was nicht gelingt. Das, meine Freunde, ist Goberts defensiver Einfluss. Er ist so gut darin, den Korb zu beschützen, dass Angreifer oft es erst gar nicht versuchen. Seine defensive Präsenz ändert alles für Utah, Gobert hat sich seinen Ruf und seine Awards verdient, ist ohne Frage ein defensiver Gamechanger. Darüber könnte man jetzt eine komplette Analyse machen, das möchte ich aber heute nicht. Ich stelle mir die Frage, ist seine Defense overrated? Nun, das hängt ein bisschen davon ab, wie man Gobert einschätzt. Hält man ihn für den besten Verteidiger der NBA, dann denke ich ja, ist er ein bisschen überbewertet. Für mich ist er weder der beste Defender, noch der Defensive Player of the Year in dieser Saison. In meinen Augen gibt es drei bessere Verteidiger in der Liga, nämlich Embiid, Giannis und Anthony Davis. Einer der letzten beiden sollte auch Defensive Player of the Year werden. Denn Rudy Gobert, so unnormal gut er auch als Rim Protector ist, hat Schwächen am Perimeter, die Spieler wie Giannis oder AD nicht haben. Schauen wir uns mal an, wie die Lakers und speziell Davis im Spiel gegen die Jazz Gobert gezielt attackiert haben und das gezielt muss man dazu sagen, sie wollten Gobert. Hier stellt AD ein Ballscreen für James, Gobert droppt zurück, Davis poppt raus und Gobert läuft sein Closeout nur bis zur Freiwurflinie, Davis hat einen komplett offenen Wurf. Hier fast das gleiche mit Waders, diese Würfe bekommt man gegen Gobert und die Jazz. Hier verteidigt es der Big Man besser, geht sofort zurück, als er die Passbewegung von Caruso wahrnimmt. Er kann dann Davis aber nicht optimal vor sich halten, da es ihm an Mobilität und Schnelligkeit fehlt. Auch in dieser Sequenz sieht es nicht gut aus, er übt zwar etwas Druck auf LeBron aus, AD rollt aber einfach ab und wird mit dem Pocket Pass gefunden. Hier laufen sie es anders herum, heißt AD ist nicht der Screener, sondern der Ballhändler, Gobert braucht zu lange, um sich über den KCP-Screen zu kämpfen und gibt Davis damit die Möglichkeit, direkt zum Korb zu ziehen. In der letzten Sequenz verwandelt Davis den Dagger mit dem schönen Stepback-Dreier und schaut mal, wie viel Platz es sich hier generiert. Eine solche Drop-Coverage ist gegen das Pick-and-Pop sehr riskant und immer mehr Teams nutzen das gegen Utah. Hier die Rockets mit Westbrook und gegen gute Teams wird so etwas halt bestraft. Kann man wie hier gegen die Wolves unter den Screen gehen und Gobert kann blitzschnell wieder draußen sein, ist das eine richtig gute Taktik. Das Problem ist, in den Playoffs gegen die richtig guten Teams mit ihren richtig guten Pick-and-Roll-Ball-Händlern kann man nicht unter Screens gehen. Wie hier letztes Jahr gegen die Rockets in den Playoffs, Paul würde es wahrscheinlich schwer haben, jetzt den Drive zu versuchen, aber warum soll er den versuchen, wenn er auch den offenen Pull-Up-Dreier nehmen kann? Clevere Teams wie die Rockets stellen dann gerne den Ballscreen noch etwas höher, insbesondere dann, wenn man Shooter hat, die auch von weiter weg werfen können. Ich meine, Drop-Coverage ist nicht ohne Grund die verbreitetste und gängigste Taktik, das Pick-and-Roll zu verteidigen und Utah macht das Jahr für Jahr richtig gut, das zeigen auch die Stats. In den letzten drei Regular Seasons ließ man mit Rudy Gobert als Big Defender gerade mal 0,84 Points per Possession im Pick and Roll zu. In den Playoffs im selben Zeitraum lag dieser Wert bei genau 0,9 deutlich höher. Wir sehen das hier Mal für Mal, Gobert steht tief und Gegenspieler kommen zu freien Pull-Up-Würfen, weil diese Taktik gegen Spieler wie Dame, Curry, Paul oder Irving nicht funktioniert. Jetzt könnte man sagen, warum zeigst du uns nur Szenen gegen solche guten Spieler? Naja, weil man in den Playoffs auch nur gegen solche Spieler spielt.
Wie die Lakers explizit und gezielt Gobert attackiert haben, war ja auch nicht das erste Mal, dass Teams das in dieser Saison so gemacht haben. Die Blazers haben das auch schon so gemacht. Gobert so weit weg vom Korb wegzuziehen funktioniert, ihn in Bereiche des Feldes zu bringen, in denen er sich nicht wohlfühlt. Die Sequenzen hier dürften vielleicht einigen bekannt vorkommen, die waren auch schon in meinem Damian Lillard Scoring Breakdown mit drin. Wer den noch nicht gesehen hat, kann ihn sich gerne mal reinziehen. Insbesondere die kleinen Teams mit guten Shootern spielen gerne gegen Utah, da Gobert auch bei Off-Ball-Screens lieber nah am Korb bleibt. Wie hier gegen die Warriors letzte Saison, Ingles muss Steph alleine um den Screen jagen, so kann man Curry einfach nicht verteidigen. Oder die Rockets in diesem Jahr, hier wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Tucker ist Goberts Matchup, er stellt den Screen. Damit Gordon hier nicht schon werfen kann, hilft Bogdanović one pass away, das Ganze führt zu einem guten Look. Was wir auch immer häufiger sehen, ist, dass Gobert nicht mehr den Big Man im Dunkerspot verteidigen muss, sondern Spieler, die above the break oder in einer der Ecken stehen. Damit zieht man ihn von genau da weg, wo man ihn auch nicht haben möchte und zwingt den vielleicht besten Rim Protector der Liga zum Zuschauen. Weigert sich dieser und möchte helfen, rotiert trotzdem rein, dann gibt man offene Würfe ab. Es wäre aber unfair ihm gegenüber und absolut nicht fair, wenn man sich jetzt hinstellen würde und behauptet, Gobert würde vom Feld runtergespielt werden und man würde ihn als Schwachstelle ausmachen. Utah verteidigt nicht besser, wenn Gobert auf der Bank sitzt, auch in den Playoffs nicht. Und ich würde es auch eher so sehen, dass Angreifer einfach nicht wollen, dass Gobert am Korb steht und ihn deswegen von der Weg haben wollen, einfach weil er dort so unglaublich dominant ist. Dennoch finde ich nicht, dass jemand der beste Defender der Welt sein kann, der in einigen Bereichen einfach schwächer ist als andere Spieler. Nehmt Anthony Davis, der problemlos gegen kleinere Spieler switchen kann, der das Pick and Pop besser verteidigt, der schneller Raum gut machen kann und bessere Closeouts läuft. Das waren mal meine Beobachtungen. Wie immer danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.